So, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze in La Savanna. Im letzten Part haben wir gerade mal 2 Level geschafft. Hoffe, das wird diesmal besser. Wir starten mit 3-3 Samba im Sturm. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt mal ein bisschen vorankommen. Also im Bestfall wären wirklich, also 2 müssen mindestens wieder, wenn nicht sogar am besten 3 Level. Aber schauen wir mal, weil, wie ich schon im letzten Part erwähnt hatte, jetzt wird's ernst. Die Welten sind deutlich, also gerade diese Welt wird jetzt deutlich schwieriger als die ersten beiden, was die Sachen betrifft, also 100% betrifft. Warum soll ich einen Didi nehmen? Nee, Didi will ich nicht. Geh weg. Ich muss hier bestimmt alles einsammeln. Nein! Da ist er ja wieder. Ich habe jetzt gerade wieder mal meinen ganzen Laptop durchforstet, mit den ganzen Videos immer wieder ein bisschen Speicherplatz zu schaffen. Und hab mir da nochmal die Videos angeguckt. Mit unserem guten Rampy hier. Ach, come on, hier. Jetzt geht's ja aber schon wieder los hier. Kriegen wir nichts auf die Reihe. Doch. Ich wollte gerade sagen, es muss doch laufen hier. 5. Okay, eigentlich eine gute Sache, heißt aber gar nichts. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Hey, in diese Richtung. Sturm, Sturm, Sturm. Oh, oh. Bleib hier, Alter. Leute. Ja, come on, ey. Jetzt wird's übel. Also wenn ich jetzt gerade ein bisschen weniger reden sollte, tut mir leid. Ah. Ernsthaft? Man darf nie zu lange auf einer Stelle sein, sonst hast du es schon verloren. Oh Mann, ey. Das kann echt was werden. Wir haben jetzt schon wieder so lange kein Puzzleteil gesehen. Sehr schön, Nummer 3. Komm schon. Wir schaffen das, mein kleiner Freund. Dafür mache ich mir doch jetzt nicht die Mühe hier. Oh, das geht automatisch. Stimmt. Ich laufe hier durch. Dumm. Komm schon. Ah! Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was verpasst. Bei sowas verpasst man auf jeden Fall was, oder? Also. Das geht mir hier viel zu schnell. Oh oh. Hier links. Nein. Komm. Na. Lieben die gut. Okay. Okay. Nein. Ich bin so dumm, ich sterbe, weil ich ein Herz hinterher renne, das ist so. Meine. Eine Geschichte fürs Leben, ne? Man rennt einem Herz hinterher und geht Risiken ein. Aber es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich. Ah! So. Wollen wir wetten, ich brauche ihn?
locker brauchen. Also, können wir das gar nicht vorstellen, wenn das nicht so wäre. Ich hab nicht mal einen Kumpel. Ah, da ist ja einer. Habt ihr das gesehen? Es war so knapp. Ganz knapp. Oh, ich mag dieses Spiel ja überhaupt nicht. Es ist sowas, wo ich... Also, klar, es passt perfekt zu Donkey Kong, ne? Aber... Ich weiß nicht. Es gibt ja auch dieses, Donkey Kong Jungle Climber. Das ist... Ich weiß nicht, das ist auch nicht meins. Also gut, ich muss zugeben, ich habe es noch nie gespielt, aber mir bisher noch angeguckt. Aber es reizt mich halt auch nicht. Ich meine, wir haben alles. Wir haben alles. Also, das G fehlt, meine ich noch, aber... Funktioniert. Na, was? Was? Was war das? Ach, komm schon. Oh Mann, ey. Ist da nicht wahr? Ist da nicht wahr? Aber es ist so, Leute. Manchmal muss man Risiken eingehen, damit man auch Belohnungen bekommt. So, jetzt aufpassen hier. Wie seht ihr das denn? Egal jetzt um... Ja, es war mir schon klar, dass es jetzt sehr fail und lamehaft war, aber ist mir ehrlich gesagt schnubbel. Einfach rein. Ich dachte schon, ich sterbe da in dem Moment. Aber, nur 7 Minuten und wir haben alles. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, oder? Man muss doch manchmal Risiken eingehen. Einfach um Neues kennenzulernen, um auch mal was einen positiven Effekt rauszubekommen. Ich meine, klar, man kann auch immer negativ denken und sagen, komm, es kann schief gehen. Aber ich finde, man sollte, so oft man dann denken kann, immer... positive Aspekte nehmen. Komm, nehmen wir nochmal zwei Squawks. Einfach mal provisorisch. Schadet, denke ich mal, nicht in diesem Spiel. Lieber nicht benutzen. Lieber haben und nicht benutzen, anstatt brauchen und... Ernsthaft, ich schaff's gerade nicht. Lieber haben und nicht brauchen, anstatt brauchen und nicht haben. Oder? Ja, jetzt ist richtig. Okay, da ist das K-Level. Das ist da links, geht es gleich weiter. Nee, stimmt, da oben. Das ist ein Secret Exit. Ich dachte zwar erst, dass hier unten auch nochmal irgendwie eine Verbindung ist, aber bin mir nicht ziemlich sicher, nicht mehr. Feuerwasser-Limbo 3-4. Ah, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und das sieht so gut aus. Und auch wenn ich nicht der größte Fan von diesem Film bin, muss ich einfach sagen, es erinnert mich einfach so krass an König der Löwen. Also, Wahnsinn. Einfach von der ganzen... Oh, schade, ich dachte ein Puzzleteil. Einfach so von dieser ganzen Atmosphäre. Welcher Teil war denn das? Der zweite? Wo auch alles gebrannt hat und so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ey. So, du gehst weg. Du gehst auch weg. Und da kommt nicht mehr rum. Toll. Naja, aber da unten wird definitiv was sein. Uno. Da. Sehr schön. Aber es ist so, oder? Oder geht es nur mir so? Ich finde, das erinnert mich... total an König der Löwen irgendwie so vom Feeling. Ich meine, das Afrikanische ja sowieso so ein bisschen so mit den Savannen. Aber... ich finde schon... Und auch wenn es immer natürlich eine blöde Situation ist und es was Negatives ist, wenn irgendwas brennt und so, aber trotzdem, wenn ihr wisst, ich meine, ist die Atmosphäre irgendwie schon cool. Also zumindest in dem Spiel, solange ich im echten Leben das. Ah, 2 von 7. Es ist schon echt geil gemacht. So, einmal kaputt. Zweimal kaputt und es bringt nichts. Aha. Okay, ich dachte,
ich bekomme jetzt was, ehrlich gesagt. Ah ja, Mann, ey. Ja, ich kann das schon mal vielleicht ansprechen. Wir haben es jetzt den 12. Oktober. Bald zwei Wochen kommt Super Mario Party. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mittlerweile nicht mehr, auch wenn es erst so geplant war. Das ist jetzt auch dumm. Ich glaube nicht mehr, dass ich es schaffe. Also Donkey Kong sowieso nicht. Kann ich, also... Nee. Könnt ihr jetzt mal bitte weggehen? Was verfällt hier? Dumm. Und dann sowas Offensichtliches und ich schneid's nicht. Naja. So, ich glaube nicht, dass ich Donkey Kong schaffe, zu Ende zu bringen, bis Mario Party anfängt. Ist aber nicht so schlimm. Mein Ziel ist es wenigstens, die Simpsons bis dahin zu erledigen. Dann sind es halt zwei Nintendo-Projekte, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe eh noch keine Alternative gerade im Kopf unbedingt für die Simpsons. Und ja, ich denke mal, das passt dann ganz gut. Die Simpsons, da sind jetzt auch noch 10 Videos, glaube ich. 10 oder 11 sogar. Oh oh. Das war knapp. Oh Mann, ey. Ja, es wird schon ein bisschen schwieriger hier. Was haben wir heute jetzt? Was habe ich gesagt? Den 12. So. Guck mal, das läuft. 5 von 7 und N. Ja, doch, das ist realistisch. Und dann passiert mir sowas! Sowas Dummes, ey, das gibt's gar nicht. Sowas kriegt mich so auf. Direkt am Checkpoint erstmal wieder schön ein. Wo ist meine Dixie? Hier ist sie ja. Ernst? Und ich abfall Dixie für sowas Behämmertes? Also das ist ja wohl offensichtlich, das weiß doch jeder Donkey Kong Anfänger, dass da eigentlich ein... Ich wette, hier ist die letzte. Ich hoffe es nicht, aber ich denke es einfach. Nein, nein, ich bin so dumm, ich... Also an Emotionen wird es an diesen Videos echt nicht hängen, Leute. Was? Was? Ernsthaft? Wie lame ist das denn? Das ging doch schon mal. War das in Welt 1 oder 2? Ich bin, weiß es nicht mehr. Das haben wir doch schon mal gemacht, dass wir danach nochmal rein konnten, oder nicht? Sowas ärgert mich. Das ist einfach so was Unnötiges. Ja, Mann. So, das kannst du auch vergessen. Ja. Ja, sowas Unnötiges. Das ist ja... Konzentration jetzt. So. Oh Mann, ey. Das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Über was habe ich denn gerade noch geredet? So. Und sei bitte nicht die Letzte.
So, eine muss noch irgendwo sein. So, und das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Wo bin ich denn? Doch, der hinten, ich erinnere mich noch. Aber, oh doch, ich hab Kong. Dann bei dem hier. Oh, das war knapp. Da will man. Auch die Idee ist geil, oder? Also, man muss aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Gleichzeitig ein flippender Ziel. Bananenkasten. Und nochmal ein Leben. Okay. Brauchen wir, glaube ich, zwar eh nicht, wenn wir voll haben. Ja, okay. Aber wir haben alles. Finde ich gut. Jetzt ist die Frage: 16 Minuten. Mache ich jetzt noch ein drittes Level? Doch, eigentlich schon sinnvoll. Ja, komm. Ja, ist ein Raketenfass. Level. Das kriegen wir hin. 3-5 Raketenfass-Rock. Das hauen wir jetzt hier noch rein. Läuft. Finde ich gut. Ja, es hat mich aber echt aus dem Konzept gebracht. Welches Thema hatte ich denn gerade? Bin gerade echt raus. Habe ich echt komplett vergessen. Entweder fällt es gleich noch ein oder irgendwann mal, hoffentlich. Merkt schon her. Ich bin müde. Ja, bei sowas ist. Also das ist ein Tipp. Anfänger-Tipp. Also, ein Tipp für Anfänger. Bei so Raketenfass-Sachen oder auch Loren-Leveln, am Anfang ist immer irgendwas. Und läuft auch. Aber im Ernst, das hatte ich gerade für ein Thema. Ich hab's komplett. Soll ich dazu irgendwie noch einen Kommentar ablassen? Ich sage immer nein, ne? Das ist auch irgendwie so ein Tick gerade bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Ich ecke das gerade, dass ich nicht weiß, welches Thema. Ich dachte, ich muss ja alles einsammeln, ey. Aber scheinbar nicht. Was hatte ich für ein Thema, verdammt? Aber hier. Das war zu offensichtlich. Ich sag's euch, das Raketenfass-Level wird jetzt doch noch zum Verhängnis. Huh. Ich mach im Ernst. Ich weiß das Thema nicht mehr. Ich werd alt, ey. Sag der Jungspund hier, du. Bin gerade die ganze. Das ärgert mich ja jetzt. Ich. Vor allem, da geht mir ehrlich gesagt nicht mal nur um euch. Es geht mir darum, dass ich sowas nicht abkann. Das ist dann so mein Perfektionismus. Wenn ich das nicht mal im Kopf habe, so. Eigentlich will ich das zu Ende sprechen, aber. Dann hab ich's. Weiß es nicht mehr. Schon wieder sowas. Ja, Raketenfass. Entweder du hast Glück oder musst es mehrfach spielen. Ist leider echt so. Das Schade ist doch ist. Mein Herz wäre mal nicht verkehrt hier. E, 4, 5, 5. Das ist N. Oder ist einfach schaffen. Aber hier ist auf jeden Fall auch der Secret Exit. Ich muss nur noch mal gerade überlegen, wo der war. Hier oben. Genau. So.
Sehr schön, dann haben wir schon mal den Secret Access freigeschaltet. Jetzt müssen wir das ganze Kong nochmal, und das war eigentlich dumm. Ey, hätte ich das, den Secret Exit erst danach machen sollen. Aber egal. Naja, ich dachte eigentlich, dass direkt zwei Wege kommen und nur der mittlere ist irgendwie Secret Exit oder so, aber man eben nicht. Perfektionismus. Oh, wait a minute. Ach, come on, ey, das kann nicht sein, dass ich jetzt sowas Banales vergesse wie ein Thema. Normalerweise fällt mir das immer ein. Ja, was haben wir denn gerade noch im letzten Level gesprochen? Und dann habe ich gesagt, K, nee, G. Und, ja, dann war es da schon wieder. Schade, schade, Schokolade. Wieder so ein unnötiger Fail, das gibt es nicht. Schlimm ist, das Herz kann ich jetzt auch nicht einsammeln. Aber doch. Wann? Das macht doch hier. Ich dachte, das wäre oben drüber gewesen, so als Entscheidung, was man braucht. Naja, Leute, ändert nichts. Ich werde es, denke ich mal, jetzt nicht mehr wissen. Also erst nicht mehr drauf kommen. Passiert, passiert. Vielleicht fällt es mir fürs nächste Mal wieder ein. Oder ihr schreibt es in die Kommentare oder ich höre es mir nochmal an und wir quatschen es im nächsten Part weiter. Irgendwie so. Bei der Bearbeitung fällt es mir dann bestimmt wieder ein. Wobei, wenn es jetzt so weitergeht, muss ich eigentlich noch nichts schneiden. Nein, gut, das hier hätte ich jetzt schneiden können. Aber jetzt quatsche ich da einfach mal ein bisschen. Die 2-3 Minuten kommt jetzt auch nicht an, würde ich sagen. Ernsthaft? Das war kein... Okay, da muss ja hier am Ende was sein. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Ich dachte jetzt wirklich, ich habe eigentlich alles eingesammelt. Ich hatte gerade Ashes, dass man Glück haben muss beim Einsammeln hier. Da? Ja, sehr schön. Wow. Okay. Das finde ich jetzt gerade echt übel. Zwei Secret Exits? Ernsthaft? Tatsächlich. Tatsächlich. Krass. Ja gut, dann habt ihr jetzt trotzdem alles gesehen, weil da war ja das Ziel, wenn man jetzt wieder hochgetaucht wäre. Ich schneide noch einmal dann doch ganz kurz und nehme das direkt auch als Gelegenheit nochmal das Thema rauszusuchen und dann passt das. Und dann zeige ich euch gleich nochmal das Ziel. Bis gleich. Thank you.
Und da sind wir. Und ab ins Ziel. Ja gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann geht es im nächsten Part dann mit diesen drei neu freigeschalteten Leveln weiter. Ciao.